Sieh da! Hier kommt der große böse Falke und holt sich die kleinen Kaninchenkinder. Ist es nicht wunderschön, dass die Kleinen da sind? Jetzt erst sind wir hier richtig zu Hause. Die ganze lange Zeit in Ephrathah habe ich mich nie zu Hause gefühlt. Aber hier bin ich endlich so richtig glücklich. Hesel, sieh dir das an! Aha! Erwischt! Und wo wollt ihr jetzt hin? Das sind ja mal blitzschnelle Babyküken, die ihr da habt. Oh ja, und dumm sind die auch nicht. Wie sollten sie auch? Bigwig bringt ihnen alles bei, was er weiß. Das wird ja nicht lange dauern. Nein, wirklich. Ihr hättet eine bessere Erziehung verdient. Als ich so alt war wie sie, war ich schon in den Gärten auf der Suche nach Flera. Es geht doch nichts über den ersten kräftigen Biss in eine zarte, saftige Möhre. Es wird langsam Zeit, dass sie von den Leckereien in den Menschengärten kosten. Ein paar weiße Rüben kämen auch mir gerade recht. Was meinst du, wollen wir nicht mal zur Farm rüber? Endlich haben wir einen ruhigen, friedlichen Tag und du denkst schon wieder an ein Abenteuer. Bigwig war noch nie der Typ für das Gemütliche. Gemütlichkeit ist was für Opas. Gerade jetzt erreicht der Rosenkohl den Gipfel seines Wohlgeschmacks. Solch eine Wohltat sollte man nicht an Menschen verschwenden. Und was ist mit Duster? Der Staubwedel ist kein Hund, der ruhig zusieht, wenn du dich in seinem Garten selbst bedienst. Ja, ja, ja. Und vergiss nicht, da ist noch eine Katze, die dich zum Fressen gern hat. Kia hat da eine weit bessere Idee. Kia, holt euch was Leckeres aus dem großen Wasser für eure kleinen Küken. Bis gleich! Bigwigs Freude am Gemüseklauen erinnert mich an eine Geschichte von LRA und Rouseby Hoof. Naja, eines schönen Abends beschlossen LRA und Rapscuttle in einem Kohlfeld zu Abend zu essen. Sie wussten, dass der Mensch vom Bauernhof nebenan den schönsten, besten, köstlichsten Kohl hatte, der je auf einem Feld gewachsen war. Bewacht wurde dieser Schatz von Rouseby Hoof, aber dafür hatte LRA schon einen Plan. Es war ein sehr einfacher Plan, denn Hunde sind auch sehr einfache Geschöpfe. Er ließ die Ohren hängen bis unter das Kinn, damit er auch so aussah wie ein Hund. Und dann sprang er auf den Zaun und rief: Hallo, Rouseby Wuff, ich bin deine Hundemunde-Zauberfee. Und was willst du? Ich bin hier, um dir eine große Ehre zuteil werden zu lassen. Ja? Wirklich? Die Königin der Hunde, ihre knurrende Majestät, Schlabber-Sabbatrine, hält dich für den besten Kohlbewacher, der je mit dem Schwanz gewedelt hat. Und dafür kriegst du ein großes Hunde-Schmeckerli-Leckerli. Oh, von so etwas habe ich immer geträumt. Ich werde mich demütig vor ihr auf dem Boden wälzen. Ein Hofknicks, bravo, das wird ihr gefallen. Die Königin wird noch in dieser Nacht auf ihrem Weg zum großen Bell- und Kratzfest im Ulmenhain an der Kreuzung sein. Ich werde schneller da sein, als du Wuff sagen kannst. Ihre Majestät wird sich vielleicht etwas verspäten, aber du musst warten, sonst reißt sich der Terrier vom Nachbarn deinen Preis unter den Nagel. Aber wer bewacht den Garten, wenn ich weg bin? Nun, ich bin doch deine Zauberfee. Ich werde mich um alles kümmern. Um den ganzen fetten Kohl. Das verspreche ich dir. Ja,
Ich komme, meine Königin. Bis bald, Rouspiwuff. Rapskuttle und ich werden sich um deinen Kohl kümmern, als wenn's unser eigener wäre. Und so hatte der dumme, fette Hund einen Tunnel für Ella Ra gegraben, direkt zu ihrem geliebten Kohlfeld. Und nun aßen Ella Ra und Rapskuttle mehr Flayra als 10 Kaninchen zusammen und gingen dann satt und fröhlich nach Hause. Ja, das war eine ausgesprochen hübsche Geschichte. Onkel Pickwick, was ist Flayra? Salat, Karotten, weiße Rüben und andere zarte Happen, die der Mensch für uns züchtet. Unglaublich, diese Unwissenheit. Da ist noch viel zu tun. Und jetzt ab in den Bau. Die Pause ist vorbei. Na los, rein mit euch. Jedenfalls eins habe ich gelernt als Hauptmann der Ausla, dass Flayra nur auf uns Kaninchen wartet. Na, wer kommt mit? Was ist? Lust auf ein kleines Abenteuer? Wenn anders das gute Flayra nicht zu haben ist, dann muss ich wohl mitkommen. Siehst du, das ist der Ärger bei solchen Geschichten. Plötzlich will jeder so sein wie Ella Ra. Und ganz besonders Bigwig. Und wer spielt jetzt die Rundibundi-Zauberfee? Ich versuch's mal. Hallo, Duster! Ich bin es, dein Zauberhund! Himmelhund! Willst du es lieber machen? Nein, 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 nein. Mach nur weiter. Du da! Hundilein! Juhu! Hallöchen, Feldbällchen! Der macht ja überhaupt nicht mit. Es kommt mir so vor, als wäre der Hund nicht so klug wie Rouspiwuff. Er kann uns nicht verstehen. Dann lässt er sich vielleicht doch nicht an der Nase herumführen. Vielleicht ist er ja auch einfach zu schlau. Wieso können eigentlich die Hunde in all den LRA-Geschichten sprechen, aber im wirklichen Leben nicht? Vielleicht haben sie es einfach verlernt. Sie haben ihre Hundeeigenschaften aufgegeben und wollen nur noch Wache schieben und dem Menschen dienen. Wirklich sehr bedauerlich. Oh. Hast mein entzückendes kleines Mäuseschwänzchen. Du kommst schon wieder raus. Irgendwann, mein Mäuseschwänzchen. Später vielleicht, du blondes Ungetüm. Jetzt wird erstmal gegessen. Ich hab's, Leute. Oh je, unser Bigwig hat gerade eine seiner tollkühnen Ideen. Da bin ich ja mal gespannt. Ganz einfach, passt auf. Ich zeige mich ihm und mache ihn damit wütend. Und er kribbt sich durch, direkt unterm Zaun. Und dann jagt er hinter uns her, quer durch die Landschaft. Ja, und das nennst du einfach. Wir verstecken uns, bis er abgehauen ist. Und dann gehen wir rein. Tja, ich weiß nicht recht, Bigwig. Hey, du da. Ja, du. Du dummer Hund! Der Kerl scheint vor lauter Dummheit wie gelähmt zu sein. Na los, schnapp mich doch! Grab dich unter den Zaun durch! Du hast wohl Rüben in den Ohren. Laut und dämlich, tolle Kombination. Wie kann man denn so schrecklich plump sein und so dickfällig? Wieso sind die bloß der beste Freund des Menschen? Graben! Mit den Pfoten! Und zwar unter dem Zaun durch! Na los! Verstehst du
denn kein Deutsch? Graben, das kann doch nicht so schwer sein. Leckere Langohren. Nehme ich einen Mund voll Maus oder leiste ich mir lieber ein Langohr? Bist du noch da, Katze? Hey, Katze! Katze! Wo steckst du? Zeig dich! Einfach weg. Komisch. Wieso hat sie so schnell aufgegeben? Merkwürdig. Hilfe! Pickwick! Vorsicht, die Katze! Ach, schlechte Bedingungen. Die hören mich nicht. Der Hund verdirbt die ganze Akustik. Wau, 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 wau. Die Katze! Zurück in die Büsche! Frith, das darf nicht wahr sein. Zeit fürs Mittagessen. Komm raus, mein kleines Langöhrchen. Tabitha will was zu beißen haben. Oh. Da sitzen wir ja schön in der Patsche. LRA wäre sicher stolz auf diese hübsche kleine Episode. Oh, gut gemacht. Hervorragend. Ihr seid ja echt spitze Leute, würde er sagen. Das reicht, Hogbit. Denk lieber nach, wie wir Fiverr da rauskriegen. Seid ihr Kaninchen mondsüchtig? Wir sind Hund und Katze und ihr kommt hier, um euch ein paar Möhren zu klauen. Ja, ist dumm gelaufen, aber wer ahnt, dass so etwas passiert? Fiverr sitzt wie die Maus in der Falle. Was habt ihr jetzt vor? Naja, ich hätte da eine Idee. Aber Fiverr müsste irgendwie davon erfahren. Oh, ich hoffe, du suchst keinen Freiwilligen. Komm schon. Da drinnen muss es dir doch langweilig sein. Du stinkst nach Fisch. Verpeste mir nicht die Luft hier drin. Wenn Bigwig und ich auf der anderen Seite des Gartens sind, dann musst du irgendwie die Katze ablenken, Hogbit. Keine unüberlegten Aktionen. Einfach rein und wieder raus. Ich habe auch nicht die Absicht, mit ihr Bobstein zu spielen. Und vergesst nicht, Hannah verlässt sich auf euch. Gut, dann wollen wir mal los. Meinst du, dass du es schaffen kannst? Naja, wie willst du ihnen denn sonst Bescheid geben? Anrufen übers Telefon. Was ist ein Telefon? Ach, ihr Kaninchen, ihr habt überhaupt keine Ahnung. Jetzt, Bigwig. Los! Oh. Einer Maus, welch traurige Geschichte. Das war knapp, ganz schön schnell, die Katze, was, Fiverr? Es ist schön, dass du mich besuchst, Hannah, aber glaubst du wirklich, du kannst mir hier helfen? Da draußen ist die Katze. Also pass auf, ich habe eine Nachricht von Hazel. Wie fühlst du dich? Naja, abgesehen von der Katze, ganz gut. Aber ich stecke ganz schön im Schlamassel, was? Ja, das kann man wohl sagen, aber wir holen dich da raus. Hazel sagt, du sollst graben. Unter dem Zaun und unter dem Hundeplatz durch. Tolle Idee. Wirklich sehr schlau von Hazel.
Gut gemacht, Hogbeet. Danke. Ich habe eben angeborenes Talent für die Begegnungen mit Katzen. Und Big Wig erweist sich als Graber hochtalentiert. Du bist fast so gut wie ein Kaninchenweibchen, du alter Auslandkrieger. Pass bloß auf, dass ich nicht raufkomme und dir die Ohren nach hinten drehe, du Schlauberger. Autsch. LRA könnte stolz auf uns sein. Ja, vorausgesetzt, dass sich Katzen und Hunde auch so benehmen wie Katzen und Hunde. Na, ein bisschen Flairer? Meinst du, das ist jetzt weit genug? Ich bin eine Maus, kein Maulwurf. Wäre schlecht, wenn wir im Hundezwinger rauskommen würden, aber riskieren wir es eben. Weißkohl. Da. Hm? Hängt hier nicht länger rum. Jeder schnappt sich eine Möhre und dann weg hier. Wenn ich das nächste Mal Appetit auf Möhren habe, dann werde ich lieber gleich an was anderes denken. Na was denn, Pfeiffer? Das Leben wäre doch langweilig ohne Abenteuer. Das ist Ansichtssache. Frith, ich glaube, jetzt hat er es kapiert. Auch ein Hund hat mal einen guten Tag. Komm nur raus, Little Long Ears. Tabitha's waiting. Up from the earth like some monster mole sent by the Black Rabbit of Inlay. He gave the cat quite a turn. Now cat knows how mouse feels. Yes, indeed. More fun than Bobstones. Let's do it again soon, eh, Hazel? Let's finish these carrots first, shall we, Bigwig? Bigwig, if you went raiding gardens at their age, how ever did you get to be your age? He's pure of heart. There! Best food of all! Makes baby chicks into big, strong gulls. Try. Is good. Okay, fine. Kiha, try.
Yes, very good. Bright eyes, burning like fire. How can